Mein Name ist Christian, ich werde nach Hongkong fliegen und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr in diesem Video. So, dann schauen wir mal. Yoda? Yoda? Guck mal. Achso. Text musst du dir überlegen schon. Ja. Ich bin 23 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr im Januar meine Ausbildung zum Industriekaufmann fertig gemacht und habe anschließend ein duales Studium angefangen bei der D&N Germany GmbH. Und vor circa 2 Monaten wurde mir das Angebot gemacht von der Geschäftsleitung, die Kollegen in Hongkong zu unterstützen. Da die Dauer meines Auslandsaufenthalts noch nicht ganz feststeht, also es wird in etwa zwischen 6 und 11 Monaten sein, habe ich mein Studium für 12 Monate unterbrechen müssen. Ich habe das kurz mit der Uni abgeklärt, habe gefragt, ob das möglich wäre. Und ja, in 12 Monaten, beziehungsweise jetzt nur noch in 10 Monaten, werde ich dann wieder anfangen zu studieren, werde dann an eine neue Stufe kommen und ja, jetzt geht es erstmal nach Hongkong. Ich selber komme aus Nettetal, das ist so ein kleines Dörfchen an der holländischen Grenze. Ja, ihr wisst, was ich bedoel. Jetzt kommt die Polonaise. Morgen geht die Reise bereits schon los. Das heißt, ich werde nach Düsseldorf zum Flughafen fahren, werde von Düsseldorf aus nach München fliegen und von München aus geht es dann 11,5 Stunden nach Hongkong. Ja, was habe ich im Vorfeld alles gemacht? Ich habe den Flug buchen müssen. Visum musste ich beantragen, das musste rechtzeitig gemacht werden, weil das eine gewisse Zeit dauert. Einmal musste ich das Visum beantragen aufgrund der Länge meines Aufenthalts und auch, dass ich da arbeiten darf in Hongkong. Ich habe mich um Apartment kümmern müssen. Ich werde in einem sogenannten Longstay-Hotel übernachten. Für das halbe Jahr. Und ja, Vorbereitungen. Ich habe natürlich keine Liste gemacht mit Dingen, die ich mitnehmen möchte. Ich habe natürlich nicht rechtzeitig angefangen zu packen. Das mache ich eigentlich, müsste ich eigentlich jetzt machen, aber stattdessen mache ich jetzt so ein Intro-Video für den YouTube-Kanal. Aber die wichtigsten Dinge habe ich eigentlich im Koffer, wie meine PlayStation, meine Drohne. Ja, also ich denke, ja, die Reise kann eigentlich losgehen. Ja, damit ich vor den Hongkongianischen Kollegen nicht ganz leer dastehe, habe ich natürlich auch ein kleines Geschenk mitgebracht und zwar Schokolade. Schokolade? 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 Schokolade, 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 Schokolade. So, das Einzige, was ich vielleicht doch nochmal vorher machen sollte, ist Hemd bügeln. Habe ich vorher noch nicht so oft gemacht und da. Christian! Dann werde ich mal. So, dann fängt's an. Hört sich ja gefährlich an. Das sieht ja eigentlich gar nicht so schwer aus. So, das sah ja schon mal nicht schlecht aus. Ich denke, das kriegen wir hin, oder? So, na natürlich. Nee. Das ist ganz einfach. So macht man das, ne? So. Guck mal, jetzt geht er hier schon fast ins Professionelle über. Ist doch kein Problem hier. Ha, das nehmen wir so, ist gekauft, oder? Ja, mit diesen Videos, die ich hier auf meinem Kanal hochladen werde, möchte ich natürlich in erster Linie meine Freunde und Familie immer auf dem Laufenden halten, was ich gerade so mache, was ich so erlebe. Aber auch für Leute, die sich allgemein für Reisen interessieren oder mal gerne was von Hongkong sehen möchten oder die vielleicht selber mal irgendwann in die Situation kommen werden, eine Geschäftsreise zu machen oder ein Auslandsjahr in Hongkong machen zu wollen. Diese Leute möchte ich mit diesem Video ansprechen und ja, vielleicht findet der ein oder andere ja interessante Dinge und würde mich freuen, wenn ihr mich auf meiner Reise begleitet.